Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Homotyp Rudis Reise. Im letzten Video habe ich euch mal über den technischen Ablauf eines Kaufes eines Hauses in Spanien berichtet. Und in diesem Video geht es mal um Gefühle und um Emotionen. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Der Hauskauf ist heute wieder einen Schritt weiter gegangen. Ich war nun bei der Bank gewesen und habe einmal die Überweisung getätigt für die Grunderwerbsteuer hier in Spanien. Und ja, bin dann wieder zum Finanzamt gegangen, habe dann dort nachgewiesen mit einem Beleg, ich habe das bezahlt, die Grundsteuer. Und dann haben die meine ganzen Kopien einbehalten. Und ja, dann habe ich eine Bestätigung bekommen, dass die Steuer nun bezahlt ist. Und damit konnte ich dann jetzt, danke Rolf, nochmal zum Grundbuchamt gehen und dort die grundbuchliche Umtragung des Grundstücks dann beantragen, und die geben mir dann eine Mail, wenn das dann fertig ist. Also es ist jetzt alles erledigt, alles ist unter Dach und Fach. Ich warte jetzt nur noch diesen einen Termin ab. Das sollte jetzt aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Ja, jetzt geht es natürlich um die Gefühle, und ich bin jetzt wieder am Meer. Es ist so wundervoll, ich mag das gerne. Hier sieht man allerdings von dem starken Regen noch so ein paar, dass es hier ausgeschwemmt ist. Ansonsten ist hier schon gar nichts mehr von dem starken Regen zu sehen, als ob gar nichts gewesen wäre. Ja, zu den Gefühlen. Ich habe ja nun damals mein Haus verkauft. Es war damals die Trennung der Anlass gewesen, und ein Berater fragte mich, ja, Mensch, was würdest du tun, wenn du es könntest? Ja, die Antwort war nachher, mit dem Wohnmobil durch Europa fahren, und das habe ich dann auch gemacht. Und es gab viele Unkenrufe damals, was passiert denn wenn, und was passiert denn wenn das, wenn du ein Bein brichst und wenn dies und jenes. Ja, meine Antwort darauf war, die Entscheidung nicht zu treffen, ist die falsche Entscheidung, denn passieren kann einem überall irgendwas, gesundheitlich, technisch, wie auch immer. Also diese letzten 2 Jahre, ich bin ja im November 22 losgefahren, ist im November 24, das heißt, ich bin 2 Jahre unterwegs, und es war auch damals mein Ziel, ich wollte 2 Jahre mit dem Wohnmobil fahren, und es waren wirklich die schönsten 2 Jahre meines Lebens, muss ich sagen, was ich alles gesehen habe. Die vielen Menschen, die ich dort kennengelernt habe auf dieser Fahrt von Gibraltar bis zur Nordkap, es war einfach wundervoll. Ein bisschen traurig bin ich natürlich, dass ich jetzt den ganzen, dass ich die Türkei nicht machen konnte. Naja, egal. Aber das hat auch seinen Grund, das habe ich auch schon mal erläutert. So, und nun Hauskauf, Emotionen. Jetzt ist natürlich für mich so ein Moment, da wo ich bin, da möchte ich immer gerne bleiben. Entweder im Auto, fahre damit durch Europa. Dann will ich gar nicht irgendwo anhalten, und wenn ich irgendwo angehalten bin, will ich auch gar nicht wieder losfahren. So, nun war es eben halt so, dass ich ja im letzten Video auch dann mal gezeigt habe, welche Kriterien ich dann für eine Auswahl des Hauses dann gegeben habe. Ich werde es unten natürlich auch nochmal verlinken. Ja, und nun war bei mir natürlich ganz viel so im Kopf drin gewesen. Ja, nun habe ich ja Katrin kennengelernt, und jetzt habe ich auch einen Anlass, einen Grund zu sagen, Mensch, wir bauen uns ein Nest, wo es schön ist, wo wir uns wohlfühlen. Das war dann plötzlich wieder so ein Motivationsschub auch gewesen, diesen Schritt des Hauskaufes zu machen. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, natürlich werde ich weiterhin mit dem Wohnmobil durch Europa fahren. Wir werden weiterhin mit dem Wohnmobil durch Europa fahren und nehmen das hier als Homebase hier unten. Nun war aber natürlich die große Frage so, ja, jetzt plötzlich wieder ein Haus. Ich hatte ein Haus damals mit 5000 Quadratmeter Garten, da war unheimlich viel zu tun. Also wenn man im Garten war, dann eigentlich nur, um alles wieder schier zu halten, um dann eben Rasen zu mähen, alles zurückzuschneiden. Kaum war man fertig, konnte man wieder vorne anfangen. Da war der Garten, muss ich ehrlich sagen, schon beinahe eher, trotz aller technischen Unterstützung mit Aufsitzmäher und so weiter, vielleicht doch eher als Belastung zu sehen, als ein Ort der Ruhe und der Erholung. Muss man einen großen Garten haben, habe ich mich dann selbst so gefragt. Und ich sage es ganz ehrlich, nein, muss man nicht. Es reicht auch vom Prinzip ein Balkon, wo man sich hinsetzen kann, wo man sich wohlfühlt. Oder irgendwo einen Ort, wo man hingehen kann und da eben halt diese Ruhe genießen kann. Wie zum Beispiel jetzt hier an den Strand. Natürlich fahren hier auch ein paar Autos vorbei. Aber hier ist es einfach, man schaut aufs Wasser, man schaut sich die Wellen an. Und das ist so diese Ruhe, die man dann manchmal so braucht. Nun habe ich die letzten Tage auch viel mal so im Haus gesessen. Das habe ich in meinem ersten Haus damals auch so gemacht. Ich baue irgendwas um, und dann gehe ich noch mal so rum, überlege so, wie könnte man das machen, wie kann das sonst aussehen, wo stellt man was hin, dass man das alles so ein bisschen mal mit Ruhe angeht. Ich habe beim Haus oben auch so eine Dachterrasse, stelle mich da gerne hin und beobachte einfach mal das Leben, das Treiben so um das Haus herum. Ich finde das einfach wundervoll, ich mag das gerne. So wie
ihr vielleicht auch eine Wohnung habt in einem Balkon, wo man da mal sich einfach hinsetzt und einfach dann einfach rausschaut. Ja, und dann war natürlich dann so die Frage, ist das jetzt richtig gewesen, sich ein Haus zu kaufen? War das jetzt der richtige Moment? Ist das richtige Objekt? Ah, da kamen natürlich wieder so Zweifel auf. Dann bindet man sich ja wieder. Man hat wieder Kosten dadurch irgendwo. Wenn man es vermietet, hat man wieder irgendwie Probleme, die dann gelöst werden müssen. Ist das denn das, was man eigentlich will? Oder, ach, ich war ja eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mit dem Wohnmobil ja ganz zufrieden. Es ist wenig, man muss sich auch da ein bisschen um was kümmern. Aber man hat immer neue Kontakte und man tauscht sich aus. Es hat einfach wirklich so viel Spaß gemacht. Und das werde ich natürlich jetzt in der Zeit, wo ich im Haus bin, natürlich wieder weniger haben. Natürlich, ich habe ja auch gesagt, es bildet sich hier auch wieder eine Community, ein Netzwerk, ein Freundeskreis, den man dann aufsuchen kann, mit dem man sich austauschen kann. Und letztlich, da ich den Wagen auf dem Platz stehen lasse, bleiben die Kontakte ja auch noch bestehen. Das ist ja auch so schön. Da kommen schon einige und sagen, Mensch, ja Thorsten, wann hast du denn mal Zeit? Du bist ja immer weg. Ja, ich habe ja auch eine Aufgabe. Und das ist dann wieder so ein Punkt, man hat plötzlich wieder eine Aufgabe. Und das finde ich so wunderbar. Auch die Frage natürlich, also ich muss jetzt wirklich sagen, stammel ich so ein bisschen. Es geht ja nun um Gefühle. Es geht jetzt um diese Emotionen. Wenn Katrin nun dann mit dabei ist, ich bin so, ja, ich finde das so klasse, da jemanden gefunden zu haben. Sie ist natürlich jetzt wieder in Deutschland, weil sie dort am Arbeiten ist und muss auch viel regeln, machen und tun. Und deswegen bin ich jetzt hier noch eine gewisse Zeit alleine, nämlich noch ein paar Tage. Und dann kommt Katrin wieder hier zurück und dann werden wir auch wieder gemeinsame Videos machen. Und wir haben natürlich überlegt, wie wird sich der Kanal verändern. Also es wird weiterhin natürlich um Stellplätze gehen. Es wird weiterhin um irgendwelche Tipps geben, die man hat. Ich habe noch meine Waschmaschinen vom Wohnmobil, die ich vorstellen möchte. Aber Katrin soll natürlich auch einen großen Raum einnehmen dabei und auch ihre Meinung damit einbringen. Also da haben wir schon eine ganze Menge auch durchgesprochen, was sich dann hier ein bisschen ändern wird in diesem Kanal. Also Wohnmobil bleibt, es bleibt natürlich Haus, Leben in Spanien, fahren mit dem Wohnmobil durch Europa. Das wird alles weiterhin auch so ein Punkt in diesem Kanal so bleiben. Nur nochmal zurück zu dem Punkt, war es das jetzt so richtig gewesen, wieder sesshaft zu werden? Ich hatte ja für mich ja persönlich entschieden, ja, ich möchte ja gerne, ja, 2 Jahre fahren. Nur im Wohnmobil bleiben ist auch nicht so der richtige Weg. Man will ja auch immer wieder wissen, wo man hingehört. Und irgendwann wird es vielleicht mal den Fall geben, dass man gar nicht mehr fahren kann, möglicherweise. Also man muss immer noch diesen Plan B haben und immer noch überlegen, so Mensch, was passiert denn wenn? Und diesen Plan B finde ich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Also ohne eine, ich sag mal, Homebase, da fehlt so ein bisschen was aus meiner Sicht. Man kann sich viel anschauen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der mir eigentlich so ein bisschen auffällt, wenn ich mich auch mit anderen Wohnmobilisten unterhalte. Da sind einige so in diesem Wagen eingestiegen und sind dann im Urlaubsmodus. Sie wollen viel sehen, viel rumkommen, hastig von einem Punkt zum nächsten und nächsten Tag wieder das machen und das machen und das machen. Ich hatte es seinerzeit mal so gesagt, dann ist irgendwann mein Erlebnisspeicher einfach voll. Man kann nicht jeden Tag Action machen, man muss zwischendurch auch mal wieder die Ruhe haben, sich irgendwo hinsetzen und einfach gar nichts machen. Also kein Videokanal, keine großen Treffen mit anderen Leuten, sondern einfach irgendwo hinsetzen und einfach gar nichts machen. Das ist ein wahnsinniger Luxus, wenn man sich das ja erlauben kann, sage ich mal, einfach auch mal sich einfach nur hinzusetzen, gar nicht groß den Fernseher einschalten, sonst irgendwas, sondern einfach nur mal sich hinsetzen und einfach die innere Ruhe finden. Ja, und dann habe ich so für mich gesagt, ich habe ja nun nicht diesen Urlaubsmodus, ich will was sehen, will was sehen, will was sehen. Das hatte ich zu Anfang, aber so nach 3, 4, 5 Wochen, vielleicht auch nach 2 Monaten, da kam mir dann plötzlich so das Bewusstsein eben halt auf, mein Erlebnisspeicher füllt sich so sehr, dass ich das gar nicht alles verarbeiten kann. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, ja, eigentlich habe ich ja gar nicht diesen Urlaubsmodus, eigentlich lebe ich ja im Wohnmobil und eigentlich, ja, lebe ich jetzt auch in diesem Haus. Also man lebt ja auch irgendwie und ist nicht nur auf der Achse und auf der Flucht, sondern man möchte was sehen. Es gab auch so verschiedene Ansichten so von diesen Campern. Es gibt Leute, die bauen sich ihr Wohnmobil selber aus, möchten möglichst viel freistehen, kenne ich sehr viele von. Und es gibt immer andere, die sagen, nö, ich hole mir mein Wohnmobil. Oder es sind auch welche dabei, die haben richtig luxuriöse, riesengroße Dinger, die auch richtig was kosten. Und die fahren sich irgendwo auf dem Stellplatz, stellen sich da hin und bleiben dann da stehen. Dann sagen andere, ja, das ist doch so eine Art Kuschelcamping. Wenn du immer auf derselben Stelle stehst, hast du so eine feste Community. Ist das denn überhaupt noch Wohnmobil, wenn es immer nur steht? Und so eng auf eng, ist das denn überhaupt noch irgendwie, ja, halt Kuschelcamping, sagen dann einige. Ja, und
diejenigen, die sich manchmal Wagen selber ausbauen, sagen immer zu den gekauften Mobilen, dass das alles Weißware. So, es gibt so zwei Lager, die dann das so verschieden betrachten. So mit dem Freistehen wird das immer schwieriger hier auf der Iberischen Halbinsel, auch in Portugal natürlich, weil eben, ja, der Staat das nicht so gerne möchte. Man hat ja nichts von den Leuten, wenn die praktisch nichts konsumieren und ja, mal irgendwo zum Einkaufen gehen und das war es dann auch schon, aber die zahlen ja nichts an Steuern irgendwo, die zahlen ja eigentlich gar nichts. Und da sagt natürlich der spanische Staat auch, von euch haben wir eigentlich nichts, außer dass manche sich vielleicht auch falsch behalten und irgendwo Müll liegen lassen. So, und wenn man dann irgendwo einen Stellplatz hat, wo dann eben halt für Fähr- und Entsorgung gesorgt wird, man hat einen Mülleimer, man hat alles da, bis hin zum Badezimmer, das man nutzen kann. Also da scheiden sich manchmal so ein bisschen die Geister, das merkt man auch, das geht dann teilweise emotional ganz schnell hoch. Dann sagt die eine Gruppe, das andere sind ja nur die Bösen, die lassen ihren Müll überliegen und die anderen sagen, das andere sind ja die Leute, die machen ja gar nicht wirklich Wohnmobilerei oder gar nicht wirklich, dass die rumfahren. Es sind trotzdem alles Camper. Es sind trotzdem alles Menschen, die sagen, wir lassen unser Haus irgendwo stehen oder haben gar keins mehr und fahren dann rum und wollen die Welt sehen. Und da möchte ich euch ein bisschen animieren. Ich habe gesagt ja schon im letzten Video, in den nächsten Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge alle in Rente gehen. Und ich denke mal, die Politik wird alles versuchen, um diesen Zeitpunkt des In-Rente-Gehens herauszuzögern. Entweder durch Anreiz, wenn ihr länger macht, kriegt ihr bei der Rente was gut, oder eben halt auch durch Verbote. Also wer die Gelegenheit hat, in ein Wohnmobil einzusteigen und loszufahren, er soll das einfach auch tun. Wenn das denn funktioniert, ja, organisatorisch, aber auch natürlich finanziell, aber auch natürlich, was die Arbeit angeht, das muss natürlich alles irgendwo klappen. Ich habe jetzt hier viele tolle Ecken in Spanien kennengelernt und muss so ganz bisschen sagen, ja, man fährt irgendwo hin und es wiederholt sich manchmal ein bisschen. Es sieht dann ein bisschen anders aus, die Küste ist ein bisschen anders, der Ort ist ein bisschen anders, die Häuser sind ähnlich. Also die Geschäfte, wie in Deutschland auch, in den Ladenstraßen sind dann irgendwo die gleichen, dann irgendwo, ja, wenn man dann so rumfährt, dann sieht man vieles, aber irgendwann sieht man auch, es ist nicht alles immer nur neu. Und nur jetzt diese touristischen Punkte anzufahren, das ist auch nicht so. Das kommt so ein bisschen darauf an, Land und Leute kennenzulernen. Ich muss nochmal zu meiner Schande gestehen, dass ich bis heute noch nicht Spanisch sprechen kann. Das ist sehr ärgerlich, aber ich arbeite dran, dass ich das noch irgendwann hinbekomme. Und deswegen habe ich mir bewusst ja eben halt bei der Auswahl des Hauses eben halt keine Ecke ausgesucht. Ich drehe mich jetzt mal so ein bisschen, da seht ihr mal hier auch solche Wohngegenden, naja, die eher so touristisch geprägt sind. Und wenn man dann da oben ist, dann ist man unter sich, auch wie in anderen Urbanisationen, dann ist man da so, ja, unter sich und gar nicht so mit den Spaniern so eng verwoben. Ich möchte ja gerne Teil, ich möchte hier leben, zumindest im Winter. Und ich fand das jetzt so schön, als ich da jetzt am Haus war, dass sofort Nachbarn ankamen. Ach, du hast das Haus gekauft, hallo, ja, und mein Name ist so und so. Und man hat sich dann ausgetauscht. Das finde ich ja so wunderbar, dass man dann irgendwo plötzlich auch mittendrin ist, da wo dann Menschen leben und wo man sich dann austauschen kann. Das finde ich einfach ganz, ganz, ganz toll. Das mag ich persönlich total gerne und Katrin hat mir das bestätigt, sie eben halt auch. Das findet sie eben halt auch ganz toll. Ich komme ja nun ursprünglich aus Schleswig-Holstein, ich bin auch geboren und meine Bindung dorthin, die wird auch niemals abreißen. Das ist immer noch meine Heimat, dort bin ich groß geworden, zur Schule gegangen, das wird sich auch niemals ändern. Nur ich persönlich muss von mir aus sagen, ich kenne jetzt da in dem Ort, vorsichtig ausgedrückt, jeden Stein. Und dann ist es vielleicht auch mal gar nicht verkehrt, im Leben auch mal etwas anderes kennenzulernen, etwas anderes zu sehen und auch mal sehen, wie wir dann Sachen anders gelöst. Ich habe das ein bisschen gemerkt, als nun die Bilder kamen von dem starken Regen hier in Spanien, wie da plötzlich die Emotionen bei einigen Leuten hochkochen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die sich auch gerade bei solchen Foren mit beteiligen und eigentlich gar nicht genau wissen, wovon sie wirklich sprechen. Und zwar insofern, dass so Äußerungen kamen wie, ist ja kein Wunder, dass in Spanien alles nicht so gut läuft, die haben ja nicht mal eine Regenrinne. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, sag mal, was fällt euch eigentlich ein, so etwas so zu kommentieren, was auch noch komplett falsch ist? Es ist halt in Spanien so, dass das Wasser hier oberflächlich abgeleitet wird. Oftmals ist der Untergrund steinig, da kann man gar keine Rohre verlegen. Vor allen Dingen, es regnet fast, ja, ganz selten regnet das und dann brauchen wir auch keine Kanalisation.
Und wenn dann Regen kommt, kommt so viel, dass das die Kanalisation gar nicht schaffen würde. Die würde sofort mit Schlamm sich vollsetzen. Da hätte man überhaupt nichts von. Und deswegen ist das hier, im Laufe der Jahrhunderte hat sich das so entwickelt. Und das ist alles richtig so. Und jetzt mit diesen Wertevorstellungen aus Deutschland so etwas von außen so zu kommentieren, das finde ich ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich nur einigen Leuten sagen, fahrt einfach mal los, guckt euch die Welt an und seht die Welt mal mit anderen Augen als nur die, die ihr am Fernseher irgendwo erlebt und die, die ihr vielleicht ja, euch eure Vorstellung so ausmalt. Einfach mal das Leben so sehen, wie es tatsächlich ist. Vor allen Dingen, und das möchte ich auch nochmal sagen, gibt es manchmal so Rückmeldungen, wo man sagt, Mensch, was treibt denn manche Leute so an? Ist das blanker Neid manchmal bei einigen Leuten, die einem das dann nicht gönnen, dass man einfach dann losfährt und sich dann die Welt anschaut? Oder ist das einfach bei einigen auch die Angst, loszufahren? Oh Gott, ja, ich müsste ja hier was aufgeben. Wenn also Menschen in einer Routine leben und nicht bereit sind, auch ihr Leben zu verändern, dann sollen die sich aber auch nicht darüber mokieren, wenn andere das tun. Und das finde ich persönlich einen ganz wichtigen Schritt im Leben, auch mal eine Veränderung vorzunehmen. Einige müssen manchmal eine Veränderung vornehmen, weil sie beruflich irgendwie eine Veränderung haben. Oder bei mir war es jetzt eben die Trennung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich alles hinter mir und mach mal was ganz Neues. Und jetzt mache ich wieder etwas ganz Neues, indem ich mir irgendwo ein Haus kaufe und sage, jetzt will ich jetzt dort mal meine Zeit ein bisschen verbringen. Diese Veränderung im Leben, manchmal, wie gesagt, muss man sie machen, aber wenn man sie freiwillig macht und selber entscheidet, ich möchte diesen Weg so gehen, dann finde ich persönlich eigentlich, ist das eine ganz große Leistung, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und einfach mal was anderes zu machen. Natürlich, jetzt, wo ich hier bin, da werde ich wieder in irgendwelche Routinen reinkommen. Wo kauft man am besten ein? Was schmeckt gut, was schmeckt nicht gut? Ich habe auch Anfeindungen bekommen, weil ich irgendwo nach Tomatenmark in der Tube gesucht habe. Und dann sagte irgendjemand zu mir, ja, wenn man nach Spanien will, dann muss man auch die spanischen Sachen nehmen. So, dann habe ich natürlich mal Tintenfisch gegessen, habe das auch gepostet und sofort kriege ich wieder, wie kannst du denn sowas essen? Das ist eine Frechheit. Also es gibt immer und immer was zu kritisieren und immer wird man irgendwo angemacht. Ja, und jetzt habe ich für mich einfach persönlich entschieden, Leute, wenn ihr selbst nicht in der Lage seid, euer Leben dann zu verändern, dann gönnt doch mindestens anderen diesen Weg dann zu gehen. Und zum Zweiten, ich habe für mich entschieden, wenn Leute einfach unter der Gürtellinie Meinungen verbreiten oder beleidigen, dass ich die einfach sofort blockiere und rausschmeiße. Ich habe da keine Lust mehr zu. Das sind für mich dann reine Zeitfresser, die irgendwie nicht in der Lage sind, ihr Leben selber zu gestalten, aber andere Leute kritisieren müssen. Das muss man einfach gar nicht haben. Ja, in diesem Video geht es ja um Glück. Und da ist es mir jetzt eben halt auch mal wichtig zu sagen, wie glücklich ich eigentlich im Moment bin. Ich habe Katrin gefunden, wir haben uns gefunden. Hallo Katrin! Ja, und wir wollen uns jetzt hier gemeinsam was aufbauen. Wir wollen gemeinsam die Welt auch erkunden und trotzdem eben halt alle Notwendigkeiten, die wir haben, auch noch zu erfüllen. Das ist also ja irgendwie eine ganz interessante Phase des Lebens irgendwo. Und ich muss noch mal sagen, dass meine Ex-Frau gesagt hat, ich gehe einen anderen Weg. Es war für mich eigentlich ein wahnsinniger Befreiungsschlag gewesen. Das war eigentlich so wunderschön gewesen, dass ich dadurch jetzt die Möglichkeit hatte, einfach mal mein Leben ganz neu zu sortieren. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Das heißt, vor 2 Jahren bin ich losgefahren. 2,5 Jahre ist das Ganze schon her. Bald sogar schon 3 Jahre. Und ich muss wirklich sagen, die letzten 3 Jahre waren sowas von wundervoll. Wenn ihr also irgendwie die Möglichkeit habt, euer Leben mal umzukrempeln, dann macht es. Bleibt nicht an alten Restriktionen irgendwie hängen, sondern sagt einfach, ich mache das Beste draus. Und das ist mein Tipp einfach für euch, über den Tellerrand einfach mal hinauszuschauen. So, ich habe mich mal andersrum hingestellt, damit ihr auch mal hinter mir sehen könnt, wie das da aussieht. Ja, es ist einfach toll, so auf das Meer zu schauen, diese Ruhe hier zu genießen, diese Wellen, das Wasser, was hier vorne ist. Es ist einfach bombastisch. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Dieses Glück, das ich jetzt im Moment gerade erleben darf, es ist einfach wunderschön. Ja, und das Haus hat für mich persönlich nochmal einen riesengroßen Vorteil. Ich habe ja so ein bisschen zugelegt, ne? Ich habe mich ja wenig bewegt, habe alle möglichen Speisen probiert, ob das alles schön ist und ob das schmeckt. Manchmal ja, manchmal wird auch nicht so toll. Aber der Sport ist zu kurz gekommen. Da bin ich Andreas sehr dankbar. Wir haben ja mal so gemeinsam unseren Weg immer gemacht. Das war schon gar nicht so verkehrt, aber nun habe ich ein Haus mit ganz vielen Treppen drin. Und muss ehrlich sagen, dieses Treppensteigen, das ist jeden Tag ein bisschen Training. Woanders muss man dann viel Geld bezahlen. Und heute Morgen sagte dann irgendwie Rolf, irgendwie,
da gibt es so einen Begriff, wenn man so Stepping macht. Das ist ja so wie Treppensteigen und Spinning ist so wie Fahrradfahren. Ja, man kann das aber auch einfach in echt machen. In der Wohnung das machen ist eine Lösung, aber das andere ist eben halt auch tatsächlich rauszugehen und das Leben auch draußen wirklich zu genießen. Ich kann für mich jetzt sagen, ich bin hier ständig am Treppen auf und Treppen runter und das ist, tut richtig gut. Am ersten Mal habe ich so ein bisschen geflucht, aber jetzt hatte ich dann immer Muskelkater und das war einfach ein gutes Zeichen gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hinter mir, da ist, hat ein kleiner Van angehalten. Und da steigt jemand aus, der hat sich dann jetzt so einen Neoprenanzug angezogen und hat gesagt, na, was hat der jetzt vor, will er hier surfen? Und naja, surfen wird er wohl nicht, er hat jetzt ein Paddel dabei, vielleicht holt er gleich ein kleines Kanu raus zum Aufblasen, dass er hier mit dem Kanu fährt. Oder Stand-Up-Paddling, ich weiß es nicht, das werde ich gleich mal beobachten. Aber man hat natürlich hier am Meer viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich finde das Wasser total schön warm, aber es ist natürlich jetzt für die Menschen, die Wärme gewöhnt sind, hier einfach dann inzwischen auch schon kalt geworden. Es wird auch jetzt im November deutlich kühler, dass man dann tagsüber 17, 18 Grad hat. Das ist natürlich nicht die ganz große Wärme. Die Spanier haben dann auch teilweise ja 35, 40 Grad gehabt im Sommer, sodass für einige das dann hier auch wirklich als, ja, es ist ja Winter, ne? Es ist ja Herbst und Winter. Und für uns ist es aber trotzdem immer noch sehr, sehr angenehm. Ich stehe hier mit T-Shirt und kurzer Hose und ich finde es einfach wunderbar. Ja, so, das waren jetzt mal so ein bisschen Gefühle. Also wie geht man mit Kritik um? Welche Arten von Campern gibt es, die das unterschiedlich sehen? Ich will nach wie vor noch viel sehen, aber dadurch, dass ich jetzt im Haus eben halt umbaue, mich um viele Dinge kümmern muss, dass das alles dann da irgendwie so funktioniert, die Behördengänge, das ist natürlich so, dass ich da jetzt nicht so sehr viel machen kann. Aber spätestens, wenn dann jetzt Katrin kommt, es ist ja bald nur noch eine Woche hin, oder knappe zwei Wochen, dann werden wir gemeinsam hier wieder Fahrten machen und auch was anschauen und das auch entsprechend festhalten. Dann nehmen wir euch natürlich auch auf jeden Fall mit. Insofern muss ich jetzt erstmal nur eine Zeit lang alleine auskommen. So, und nun werde ich wieder zum Haus fahren und ein bisschen da schuften, sauber machen, hin und her räumen, Treppen steigen. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Also, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.